Grüß dich, ich bin Martin von Survival Kompass. Heute habe ich ein ganz spezielles Thema und ich weiß, das wurde auch schon viel diskutiert. Nämlich das Thema, welche 5 Sachen brauchst du, um mit Bushcraft zu starten? Du bist jetzt vielleicht in der Lage und bist Anfänger. Du möchtest mit Bushcraft starten. Du hast schon viele Videos geschaut, viele Artikel gelesen, vielleicht auch auf meinem Blog. Und du möchtest die Sachen jetzt ausprobieren, du möchtest rausgehen. Du hast jetzt aber auch die Ausrüstung gesehen, was dort benutzt wird. Und dann hast du mal geschaut bestimmt, was das alles kostet. Und es kostet teilweise sehr viel. Da sind Äxte dabei, die kosten 120 Euro. 120 Euro sind viel Geld. Und Bushcraft ist aber nicht Ausrüstung sammeln bei mir, sondern Bushcraft ist, dass du was lernst. Dass du in die Natur gehst und die Sachen ausprobierst. Und eine Ausrüstung muss nicht viel kosten. Deshalb stelle ich dir jetzt meine 5 wichtigsten Grundausrüstungsgegenstände vor, die du brauchst, um mit Bushcraft zu starten. Und das wird alles nicht mehr als 50, 60 Euro kosten. Lass uns starten. Ich glaube, bei dem ersten Gegenstand sind wir uns alle einig. Das sollte ein Messer sein. Und ein Messer ist deswegen wichtig, weil du mit dem Messer unheimlich viel machst, hier draußen in der Wildnis. Schneiden, schnitzen, Zunder sammeln mit dem Messer, Stöcke bearbeiten für dein Lagerfeuer, Betoning. Ein Messer ist einfach vielseitig einsetzbar. Du solltest dir als allererstes ein Messer kaufen. Und ein Messer muss am Anfang nicht viel kosten. Wie du siehst, habe ich hier das Mora-Kniff Compagnon in der Hand. Das kostet ungefähr 14, 15 Euro. Mit Versandkosten. Das ist schon alles dabei. Dazu gibt es noch eine Scheide. Das ist sicher verstaut, kannst du sofort mit in den Wald nehmen. Als zweites, wenn du nicht das möchtest, nimm eins von Hultafors oder nimm dieses Fiskars Universalmesser. Kosten alle um die 15 Euro. Da machst du nichts falsch. Das Schöne ist bei den Messern auch, die haben eine schöne, stabile Klinge, sind feststehende Messer. Klar, ich könnte dir jetzt noch ein bisschen was über Rostfreiheit und Klingenschliff und Robustheit und Griffigkeit erzählen, aber bei den Messern machst du nichts falsch. Ja? Die sind für den Preis wirklich gut. Und wenn du dich in der Bushcraft-Szene mal umhörst, das Messer kennt wirklich jeder. Ja, in diesem Sinne, hol dir ein Messer. Dein zweiter Ausrüstungsgegenstand sollte eine Klappsäge sein. Das ist jetzt wirklich eine sehr, sehr günstige. Die kostet ungefähr 8 Euro oder habe ich für 8 Euro gekauft. Es gibt solche billigen Klappsägen auf jeden Fall sehr günstig. Ich empfehle dir aber so eine nicht. Die habe ich ausgiebig getestet. Die ist wirklich auch gut. Es gibt aber noch eine bessere. Das ist die Bago Lapländer. Die gehört wirklich in jede Bushcraft-Tasche. Und warum empfehle ich dir eine Säge? Eine Säge ist leicht, sie ist klein und sie ist auch leise beim Arbeiten. Mit einem Messer kriegst du die Äste echt schwer durch. Also eine Säge ist da viel besser. Und ich empfehle dir auch keine Axt. Warum empfehle ich dir keine Axt? Eine Axt musst du sicher führen. Ich habe mal ganz schnell was abholzen wollen. Was ist passiert? Ich habe mir ins Bein gehackt. War große Scheiße. Eine Säge ist einfach leicht zu lernen. Gerade wenn du Anfänger bist. Nimm eine Säge. Es geht wirklich einfach. Hin und her. Ich glaube, das kennst du. Eine Axt, da musst du schon darauf achten, wie du da stehst, wo die Axt auch hinfliegen könnte, wenn du abrutschst. Und du musst es wirklich üben. Mit einer Axt kannst du dich nämlich viel schwerer verletzen als mit einer Säge oder mit einem Messer. Mit einem Messer und einer Säge schneidest du dich, ratschst du dich, aber mit einer Axt, da hackst du bis auf deinen Knochen. Und das wird wirklich gefährlich. Ja, und zu der Säge habe ich noch einen Geheimtipp. Es gibt die Bago Lapländer nämlich im Set mit einem Messer. Das Messer, was da dabei ist, das ist ein Mora Compagnon, was ich dir gerade eben schon vorgestellt habe. Das Set, die Bago Lapländer, kostet zusammen mit dem Messer 30 Euro. Ist wirklich ein Top-Preis. Ich verlinke dir das auch alles hier in dem Video. Die Säge so schon kostet 25 Euro. Das heißt, das ist wirklich ein tolles Schnäppchen. Also, zweiter Gegenstand, Klappsäge. Was wäre Bushcraft ohne Feuer? Bushcraft wäre nur halb so großartig. Daher, meine dritte Empfehlung zu deinen Gegenständen, um mit Bushcraft anzufangen, ist, hol dir einen Feuerstarter. Ein Gegenstand, womit du eben Feuer machen kannst. Ich habe jetzt hier 3 verschiedene. Schauen wir uns kurz an. Und zwar
habe ich hier den Magnesiumblock mit einem Schaber. Bei Magnesiumblock schabst du hier Magnesium ab. Das ist ein Brandbeschleuniger. Und das Magnesium entzündest du dann hier mit diesem kleinen Feuerstahl an der Seite. Funktioniert super. Du brauchst wenig Zunder dafür und kannst gleich ein paar größere, kleine Äste drauflegen und dein Feuer brennt. Ist also ziemlich einfach zu benutzen. Die zweite Methode ist der Feuerstahl. Auch hier brauchst du einen Schaber oder ein Messer mit einem scharfkantigen Messerrücken. Und dann schabst du hier damit Funken. Erzeugst du damit Funken. Funktioniert auch super, aber auch beim Feuerstahl musst du aufpassen, dass du eben vorher ein bisschen was abschabst, als Brandbeschleuniger nutzt und damit dann dein Feuer entzündest. Ist auch gerade für Anfänger und Beginner von Bushcraft meine Empfehlung, weil es einfach ist, weil es einfach zu handhaben ist, der Feuerstahl. Und eine sehr schöne urtümliche Methode ist das Schlageisen mit einem Feuerstein. Damit erzeugst du auch Funken, aber du brauchst dazu speziellen Zunder, wie die verkohlte Baumwolle oder auch verkohltes Punkrut. Ist ein bisschen schwieriger, würde ich Einsteigern nicht empfehlen. Ich würde dir aber auf jeden Fall empfehlen, dass du dir das zulegst, weil das macht unheimlich Spaß, hiermit Funken zu erzeugen. Wähl am besten den Feuerstahl aus oder den Magnesiumanzünder, den Magnesiumblock, so wird er auch genannt. Das sind zwei recht einfache Methoden. Und die solltest du dir als drittes zulegen, wenn du mit Bushcraft anfängst. Passend dazu empfehle ich dir mein Buch Die Feuerfibel. In der Feuerfibel zeige ich dir nämlich noch mehr Anzündmethoden und auch ganz viele Methoden, wie du an Zunder kommst oder Zunder selber herstellst, um ein Feuer zu machen. Schau dir das Buch an, das gibt es auf Amazon als E-Book und auch als Taschenbuch. Ausrüstungsgegenstand Nummer 4. Seile und Tauwerk und Strick. Das brauchst du hier draußen wirklich viel. Du brauchst es, um dein Camp zu verstärken, um Werkzeuge zu verstärken, um Verbindungen herzustellen, um irgendwas aufzuhängen. Ich habe auf meinem Blog einen Artikel geschrieben, wozu du alles Paracord brauchst. Die Einsatzmöglichkeiten sind einfach vielfältig. Du brauchst nicht sofort einen teuren Paracord kaufen, obwohl der auch nicht so teuer ist. Du kannst auch erstmal einfach mit einem ganz normalen, stinknormalen Hanfstrick starten. Damit kannst du auch Dinge festbinden, keine Frage. Und wenn dich das Thema wirklich noch mehr interessiert, habe ich auch ein Video dazu, wo ich dir zeige, wie du selber Seile herstellst aus Pflanzenfasern hier aus der Natur. Ist eine tolle Sache, würde ich dir unbedingt empfehlen zu lernen, weil es geht ja ums Craften bei uns. Ausrüstungsgegenstand Nummer 5, eine Bratpfanne, ein Kochtopf, einen Behälter, am besten mit Deckel, mit dem du kochen kannst oder Sachen transportieren kannst. Ja, du kannst natürlich mit solchen Sachen hier super kochen oder was braten. Für mich gehört bei Bushcraft auch Kochen und Mahlzeiten zubereiten dazu. Oder einfach nur einen schönen Tee ansetzen mit Tannennadeln. Dafür brauchst du immer Behälter. Als Beginner bei Bushcraft besorg dir irgendeinen billigen Kochtopf oder eine billige Schale. Du kannst auch auf den Flohmarkt gehen und dir irgend so ein gebrauchtes Teil kaufen. Kein Problem. Was kannst du mit solchen Dingern aber noch machen? Ja, du kannst damit Sachen transportieren. Zum Beispiel auch Glut, ja, in dein nächstes Camp. Oder du kannst damit Wasser holen an einem Bach. Oder du kannst damit auch verkohlte Baumwolle herstellen, die du hier drinnen verkohlst. Also, Einsatzmöglichkeiten sind wieder vielfältig. Besorg dir sowas her. Das war's auch schon. Und es ist nicht viel. Und es ist auch gut so. Kostet nämlich alles zusammen schon um die 50 bis 60 Euro. Wie du siehst, habe ich die Gegenstände alle selber. Ich benutze die auch und ich kann dir auch sagen, dass die gut sind. Du brauchst auch nicht alles sofort kaufen. Kauf dir als erstes ein Messer. Ein Messer wirst du fast immer brauchen. Und dann geh raus und übe die Sachen, die du hier auf meinem Blog gelesen hast, in meinen Videos gesehen hast oder natürlich auch bei anderen siehst. Dann gehst du raus und schaust, was du alles machen kannst. Bei Bushcraft geht es aber nicht darum, oder auch Survival und anderen Outdoor-Tätigkeiten, dass du die beste Ausrüstung hast. Das halte ich für Schwachsinn. Du brauchst ein bisschen Ausrüstung, das ist klar, aber bei Bushcraft geht es darum, wie du lernst, wie die Natur für dich sorgt. Und das kannst du mit der empfohlenen Ausrüstung machen.
und damit starten. Und dann wirst du merken, ob Bushcraft was für dich ist. Das waren meine 5 empfohlenen Ausrüstungsgegenstände. Schreib mir doch mal bitte in die Kommentare, was du davon hältst, ob dir das Video geholfen hat. Und wenn es dir gefallen hat und geholfen hat, gib mir einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Mach's gut, ciao, das war der Martin von Survival Kompass.